So, ich grüße euch zu einem neuen Part. In diesem Part wollen wir uns den Structure-Duellen widmen. Um ein Structure-Deck zu bestehen, müssen wir nämlich mit drei verschiedenen Decks gewinnen. Okay, ich werde auch einiges über die Decks erzählen, die wir benutzen. Hoffentlich kenne ich mich damit einigermaßen gut aus. Aber ich denke schon, dass ich mich damit gut auskenne mit ein paar Decks. So ziemlich. Im letzten Part haben wir schon einen Probeversuch, sag ich mal, gemacht und haben kläglich versagt. Dieses Mal soll es anders laufen. Jetzt suche ich gerade nach dem... Genau, hier ist es, genau. Übrigens hatte ich mir schon überlegt, mir dieses Deck in Real Life zuzulegen, weil es so dermaßen gut ist. Ja, das hat mich halt sehr überzeugt, das Deck. Gut, probieren wir es nochmal. Hoffentlich haben wir ja jetzt bessere Karten. Im letzten Part haben wir ja verloren, weil wir schlechte Karten gezogen haben. Gut, magischer Hammer. Wir können mit dieser Karte eine beliebige Anzahl von Karten von unserer Hand aufs Deck zurücklegen und dann die gleiche Anzahl an Karten ziehen, die wir zurückgelegt haben. Also so auch vergleichbar wie in Hearthstone, falls ihr das Spiel kennt. Da kann man ja auch Karten zurücklegen, die man nicht benötigt. So, die erste, die ich nicht benötige, ist die hier. Dann Ektoplasma brauche ich zurzeit nicht und mit der bin ich auch ziemlich unzufrieden. Der Rest geht schon in Ordnung. So, das muss ich jetzt mit B machen, okay. Das ist ja mal wieder super. Okay, wieder kein gutes Monster gezogen, das wir spielen können. Scheiße. Na gut, dann muss ich mich mit Waboku verteidigen fürs Erste. Wenn ihr ein Monster spielt, können wir Science mit Gehirnkontrolle übernehmen. Die Karte haben wir ja schon mal benutzt im letzten Part. Und dann können wir sein Monster für dieses Monster hier opfern. Wächtersphinx. Dieses Monster ist richtig, richtig gut. Aber was die Karte bewirkt, das zeige ich euch, wenn wir sie auf dem Feld haben. Gut, es ist erst einmal sie dran. Oder er, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich schätze mal eine Frau. Raumsonnenfisch. Ja, ein typisches Wassermonster, ziemlich hoher Angriff, 1700. Okay, jetzt muss ich meine Waboku-Karte benutzen, damit wir keinen Kampfschaden bekommen. Und durch Waboku können auch keine Monster von uns zerstört werden. Er setzt eine verdeckte. Macht er noch irgendwas? Nee, okay. Gut, dann sind wir wieder dran. Mystischer Raumtaifun. Ich habe ja schon bereits von dieser Karte erzählt. Die zerstört nämlich eine Zauber- und Fallenkarte auf dem Spielfeld. Die ist in diesem Spiel semi-limitiert. Das heißt, man darf die zweimal im Deck haben. Oder limitiert, ich weiß nicht. Entweder semi- oder normal limitiert. In der neueren verbotenen Kartenliste darf man die jetzt inzwischen dreimal im Deck haben. Also die ist jetzt da wieder völlig, ja, völlig legal ins Deck einzutun. Gut, ich zerstöre mit der erstmal seine Verdeckte. Okay, es war Nachladen. Hat etwa denselben Effekt wie Magischer Hammer, bis auf dass er alle seine Handkarten abschmeißen, zurücklegen muss. Okay, wir haben jetzt unsere mystische Raumtaifun-Karte verschwendet, sage ich jetzt mal. Vorsichtig. Aber wir konnten ja nicht wissen, dass er Nachladen gesetzt hat. Gut, jetzt schnappen wir uns sein Monster. Kostet uns 800 Lebenspunkte. Okay, wir könnten ihn jetzt dann mit seinem Monster direkt angreifen und es danach opfern. Oder wir können diese Wächtersphinx spielen und dann die Zauberkarte Schild und Schwert spielen. Die vertauscht nämlich die ATK und die Verteidigungspunkte aus. Allerdings ist mir die Karte noch viel zu schade. Es ist außerdem wichtig, wenn man Yu-Gi-Oh! Spielt, dass man nicht gleich am Anfang alles verpulvert. Deswegen hebe ich mir diese Karte noch auf, falls es ja, schwierig werden wird. Ich greife ihn jetzt einfach mal mit seinem eigenen Monster an. Und dann werde ich es in der Main Phase 2 opfern. Und die Wächtersphinx verdeckt setzen. Gut. So, wir müssen ein Monster opfern, da die Wächtersphinx 5 Sterne hat. Okay, und das reicht auch schon fürs Erste. Jetzt hat er oder sie 5 Karten.
Damit kann er oder sie jede Menge Schaden anrichten. Ein Feldzauber, ein legendärer Ozean. Der Name dieser Karte wird als Yumi bezeichnet. Reduziere die Stufe aller Wassermonster auf dem Spiel, auf den Händen beider Spieler und auf dem Wasser, auf dem auf dem Spielfeld um 1. Alle Wassermonster erhalten 200 ATK und Zephyr und Defense. Gut, ach ja, ich wollte ja sagen, auf was unser Deck spielt. Unser Deck spielt darauf, gegnerische Handkarten, gegnerische Monsterkarten, die auf dem Feld sind, auf die Hand zurückzugeben. Und mit dieser Methode dann direkt anzugreifen. Feldzwing zum Beispiel ist ein Monster, wenn es geflippt wird, werden alle gegnerischen Monster auf dem Feld auf die Hand zurückgegeben. Und das Coole an der Wächterswings ist, wenn die offen auf dem Spielfeld liegt, kann man die wieder verdeckt setzen. Ich werde es euch jetzt mal demonstrieren. Ich aktiviere jetzt mal den Effekt. Mit der können wir die Karte wieder verdeckt setzen. Jetzt könnte ich sie theoretisch flippen und ihm sein Monster zurück auf die Hand zurückgeben. Möchte ich das? Naja, wenn ich das mache, kann ich es nicht wieder verdeckt setzen, weil man kann den Effekt von dieser Wächtersphinx nur einmal aktivieren, damit sie sich wieder verdeckt zurücklegt. Das heißt, ich lasse jetzt erstmal noch verdeckt auf dem Spielfeld. Unser Monster hat ja mehr Verteidigungspunkte als sein Monster Angriffspunkte hat. Von daher sind wir ganz sicher momentan gut drauf. Ich hoffe jetzt, dass ich ein besseres Monster ziehe, weil momentan ist die Welt des Sphinx unsere einzige Verteidigung und auch unser einziges Monster. Und Golgantis können wir nicht spielen, denn dafür müssen wir zwei Felsenmonster von unserem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um die zu spielen. Jetzt greift er seltsamerweise nochmal an. Der plant doch was, oder? Der weiß doch, dass unser Monster eine höhere Defense hat. Ich weiß jetzt nicht, warum er das jetzt getan hat. Kann sein, dass er unser Monster einfach offen haben will, damit wir seinen Effekt nicht aktivieren können. Und entschuldige mich mal kurz, ich öffne mal schnell eine Flasche. So, okay, wir haben eine gute Fallenkarte gezogen. Belastungsprobe eines Reisenden, wenn der Gegner angreift, müssen wir eine zufällige Karte von unserer Hand nennen. Und der Gegner muss dann entscheiden, ob es ein Monster, eine Falle oder eine Zauberkarte ist. Und wenn er falsch liegt, wird das angreifende Monster zurück auf die Hand zurückgegeben. Ich glaube, die setzt sich auch verdeckt. Wir haben eine Monster- und eine Zauberkarte auf unserer Hand. Das heißt, ja, die Chance, dass es daneben liegt, ist schon ziemlich hoch. Jetzt hat sich die Wächtersphinx wieder verdeckt, damit wir seinen Effekt wieder haben in der nächsten Runde, falls wir dazu kommen werden und er es nicht angreift. Aber ich glaube schon, dass er nochmal angreifen wird. Und wenn er auch angreift, dann haben wir unsere Falle. Ah, diese Karte kann direkt angreifen. Oh, das ist gefährlich. Ich glaube, ich muss jetzt mein Zwangsevakuierungsgerät benutzen. Oder vielleicht auch einfach nur Belastungsprobe. Belastungsprobe oder Zwangsevakuierungsgerät. Ich verlasse mich auf die Belastungsprobe und setze auf mein Glück. Leider hat die KI in diesem Spiel sehr häufig immer recht. Ja, Monsterkarte. Er hat richtig gelegen. Aber in Real Life ist sie ganz gut. Bloß die KI ist hier in dem Fall ziemlich schlau, was das angeht. Ich mag das zwar nicht gerne, aber ich muss ihm sein Monster zurück auf die Hand zurückgeben, weil ich mag ungern 1700 Schaden bekommen. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Schaden bekommen durch den Einsatz von unserer Gehirnkontrolle. Jetzt hat er wieder richtig, oder? Nee, jetzt hat er Zauberkarte gewählt. Ja, das gibt ihm sein Monster zurück auf die Hand. Gut, er wird im nächsten Zug wahrscheinlich wieder dieses Monster spielen, was direkt angreifen kann. Ich weiß leider den Namen dieser Karte nicht. Außer wir zerstören Umi. Und wir können sie jetzt zerstören, denn wir haben jetzt auch einen Feldzauber gezogen, nämlich Canyon. Man muss jetzt zu Spielfeldzauberkarten wissen, dass nur eine auf dem Spielfeld sein darf. Und wenn es mehrere gibt, dann wird die eine zerstört. So, jetzt haben wir unseren eigenen Feldzauber auf dem Feld.
Okay, Canyon ist eine gute Karte in diesem Deck, denn die bewirkt, dass Kampfschaden verdoppelt wird, wenn eines unserer Monster verdeckt angegriffen wird und eine höhere Defense hat. Ja, das heißt, wenn er jetzt 200 Punkte, 400, wenn er jetzt mit seinem Monster wieder angreifen würde, würde er nicht mehr 400 Schaden bekommen, sondern 800. Gut, ich könnte jetzt meinen Wächtersphinx flippen und ihn direkt angreifen. Allerdings habe ich ein bisschen Angst vor seiner Fallenkarte. Wir haben, das ist wie gesagt unser einziger Schutz momentan, abgesehen von dieser Karte natürlich. Ja, aber ich möchte erst noch warten, bis ich ein gescheites Monster gezogen habe, bevor ich den Gegenangriff starte. Das heißt, ich mache jetzt eine Endphase. Er kann uns ja nicht mit seinem amphibischen Dingens nicht mehr angreifen. Weil wir seine Umi zerstört haben. Oh, jetzt hat er Angst. Er weiß jetzt, dass er doppelten Kampfschaden bekommt. Freudiges Begräbnis. Wir müssen 800 Lebenspunkte zahlen, dann können wir ein Monster von uns am Friedhof spezial beschwören. Wir haben jetzt momentan allerdings kein Monster auf unserem Friedhof, deswegen können wir die Karte auch nicht spielen. Wir ziehen momentan nur gute Zauber- und Fallenkarten. Ja, ich gebe ihnen sein Monster wieder zurück auf die Hand. Und ich greife ihn nicht an. Dafür bin ich zu feige. Ich werde das später bereuen. Aber ich traue mich nicht. Meine Wächterfinks ist einfach viel zu schade. Wenn die auf dem Friedhof landen würde, könnten wir die zwar zurückrufen. Allerdings ist es so, wenn die verdeckt gesetzt wird durch den Effekt, wird sie zerstört, weil dann der Ausrüstungszauberkarte zerstört wird. Und damit auch unser Monster. Okay, jetzt haben wir ein Monster gezogen, allerdings hat es Stufe 6. Das ist schlecht. Aber die könnte uns helfen, wenn wir die auf dem Feld haben, denn die bewirkt, dass Monster, die auf die Hand zurückgegeben, auf dem Friedhof gelegt werden. Das heißt, wir könnten jetzt mit jedem Flip, den unsere Wächtersphinx bewerkstelligt, seine Monster zerstören. Allerdings müssen wir zunächst ein Monster opfern, um die Kryosphinx zu spielen. Ach ja, noch was. Wenn man mehr als 7 Karten an seiner Endphase hat, muss man so viele Karten abschmeißen, bis man 6 hat. Und das ist bei ihm jetzt gleich der Fall. Jetzt wird er wahrscheinlich alle Zauber- und Feinkarten, die er noch hat, auf seine Hand setzen, damit er keine Handkarten abschmeißen muss. Eine wird er mindestens setzen. Ja, habe ich gesagt. Das ist bestimmt eine Zauberkarte, die er nicht spielen kann. Nee, ich möchte das Feld jetzt nicht prüfen. Wir haben schon wieder kein Monster gezogen. Wir haben schon wieder eine Falle gezogen. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, wieder flippen. Und nein, ich greife ihn nicht an. Er hat zwei Verdeckte. Auch wenn ich glaube, dass eine davon eine Zauberkarte ist. So, jetzt wieder zurück in die Verteidigungsposition, in die Defense. So, unsere Geduld wird später belohnt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist jetzt alles formal. In Real Life könnte man das mit seinem Gegner erklären, dass er die Karte nicht immer neu spielen muss. Aber hier, oh, endlich haben wir ein Monster. Aber hier ist es halt so, dass wir das machen müssen, da wir gegen einen Computer spielen. Okay, die Karte bewirkt, dass wenn die verdeckt angegriffen wird und auf den Friedhof gelegt wird, wir die Verteidigungsposition, die Angriffs- und Verteidigungszahl dieser Karte fast vertauschen können, glaube ich, ne? Und dann eine Spezialbeschwörung auf unserer Spielfeldseite zerstören kann. Ich habe den Effekt jetzt übrigens gerade nicht verstanden, muss ich zugeben. Okay. Dann setze ich jetzt die hier. Und im nächsten Zug möchte ich das opfern und die Kryosphinx beschwören. Und dann können wir seine Monster, die er da auf dem Feld hat, alle gleich auf dem Friedhof legen, da wo sie hingehören. Und wieder zurück in die Defense.
So, ich darf das nicht vergessen. Ich hätte es fast vergessen. Gut, dass ich mir so viel Zeit lasse in diesem Let's Play. Da kann man Fehler vermeiden. Ja, wer hätte es erwartet? Er spielt dieses Monster bereits zum sechsten Mal in diesem Duell. Vielleicht auch weniger. Hab nicht mitgezählt. Vermute ich jetzt mal. Und er greift unser verdecktes Monster an. Ja, das soll er ruhig tun. Unser Monster hat 2000 Verteidigungspunkte. Und der Kampfschaden, den er jetzt bekommen würde, wird verdoppelt. Er kriegt jetzt 400 Damage. Jetzt hat er 4 verdeckte Karten. Bestimmt sind alles Zauberkarten, die er nur spielt, damit er sie nicht abschmeißen muss. Endlich haben wir einen. Ja, endlich haben wir das Monster. Endlich können wir das Monster spielen, meine ich. Was ich schon lange wollte, nämlich die Kryosphinx. Jetzt müssen wir leider ein Monster als Tribut anbieten. Ich könnte es allerdings auch verdeckt setzen. Wenn ich es verdeckt setze, dann muss ich erwarten, dass er es angreift. Greift die KI mit 4 Sterne-Monster ein Tributmonster an? Ich bin mir nicht sicher. Andererseits müssen wir es flippen im nächsten Zug. Ach, ich spiel's gleich. Oder, naja, dann ist aber das Risiko groß, dass es zerstört wird durch einen Angriff, denn unser Monster hat nur 1200 Angriffspunkte. Das ist nicht hoch. Naja, ich glaube, ich werde es verdeckt setzen und hoffen, dass er es irgendwie angreift. Jetzt muss ich irgendwie die Beschwörung abbrechen. Genau so. Okay, ich mache es jetzt anders. Ich setze es verdeckt. Und hoffe, dass er es angreifen wird. Genau, das erscheint mir die klügere Methode. Gut, jetzt haben wir ein Monster auf dem Friedhof. Wir könnten es theoretisch jetzt zurückrufen. Bringt uns allerdings nichts. Mein Ziel ist es jetzt, die hier ja, spezial zu beschwören. Man braucht nur ein Monster vom Typ Erde. Okay, ich dachte, es sind zwei. Wenn diese Karte das Ergebnis eines Kampfes zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wenn wir diese jetzt spielen und angreifen, dann hat unser Monster 1300 Angriffspunkte. Und sein Monster hätte 1500. Unser Monster würde durch Kampf zerstört werden. Und wir würden dadurch diese ganzen Karten zerstören. Ich glaube, das mache ich. Allerdings warte ich jetzt noch eine Runde. Ich gebe ihm zuvor noch sein Monster zurück auf die Hand. Übrigens ist die Wächtersphinx ziemlich anfällig gegenüber der Fallenkarte Bodenlose Fallgrube, da die Wächtersphinx 1700 Angriffspunkte hat. Gut, ich warte jetzt noch eine Runde und dann geht unser Angriff los. Hoffentlich spielt er noch eine Zauber- oder Fallenkarte. Ah ja, der zerstört seine eigenen Karten schon selber. Okay, ich bin jetzt überrascht, dass er die jetzt spielt, obwohl er viele Zauber- und Fallenkarten gespielt hat. Schwerer Sturm zerstört alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld. Wir könnten sie jetzt annullieren. Annullieren, möchte ich die Karte annullieren? Warum nicht? Dann müsste er eine Zauberkarte abschmeißen. Ne, bevor wir jetzt nichts tun. Ich hoffe jetzt mal, dass er eine Zauberkarte abschmeißt. Und wird er das machen? Nein, okay. Komisch, ja. Jetzt haben wir verhindert, dass er drei Karten sieht, dass er seine eigenen drei Karten zerstört. Hm. Aber wir werden sie jetzt eh alle zerstören, also was soll's. Mein Ziel war es bloß gerade bei dieser Aktion, dass er eine Zauber- und Fallenkarte noch, dass er eine Zauberkarte abschmeißt, um den Effekt unserer Falle zu negieren. Dann hätte er wenig Mittel, um uns anzugreifen. Ah, jetzt hat er mir als 7 Karten auf der Hand und das heißt, er muss jetzt eine abschmeißen. Er hat den Sternboy abgelegt. Diese Karte ist ziemlich gefährlich, denn die erhöht die Angriffskraft aller Wassermonster auf dem Spielfeld um 500 und verringert die ATK aller Monster um 400 Punkte. Die ist gut in einem Anti-Feuer-Deck. Jetzt haben wir eine Riesenratte gezogen, die ist praktisch um Monster vom Typ Boden spezial zu beschwören. Die hat etwa denselben Effekt wie die mystische Tomate.
los bei Erdemonster. Okay, er hat jetzt ein Monster verdeckt gesetzt. Überrascht mich ein bisschen. Ich hatte jetzt erwartet, dass er nochmal seinen Seeschlangenkrieger beschwört. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt die Krios Wings flippen soll. Oder nicht. Oder soll ich ihn mit Gigantes angreifen? Ja, komm, ich spiele das jetzt. Ich mache das jetzt einfach. Ich greife ihn jetzt mal an mit Gigantes. Auch wenn er bestimmt eine Falle verdeckt gesetzt hat. Ich riskiere es jetzt. So. Battle Phase. Und Angriff auf sein Monster. Und das hat 1900 Angriffspunkte. Ah, Schwerkraftbindung. Bitte nicht. Monster Stufe 4 oder niedriger. Oder höher können nicht angreifen. Eine meiner Lieblingskarten. Denn diese Karte zögert alles in die Länge. Und diese Karte ist in diesem Spiel limitiert. Inzwischen darf man die dreimal im Deck haben. Die sind doch bekloppt, oder? Und dafür haben die Verwandlungskrug jetzt verboten gemacht. Die Leute von Konami. Was ich nicht verstehen kann, denn Verwandlungskrug, hey, das war so eine klassische Karte. Und die jetzt zu verbieten, das ist doch Blödsinn. Okay, ich flippe mein Monster erstmal und gebe seins wieder auf die Hand zurück. Ah, ich hätte vielleicht doch die zuvor flippen sollen, denn er kann ja auch nicht angreifen. Außer er spielt Umi, das reduziert nämlich die Stufe seiner Monster. Um 1. Und die meisten Monster in seinem Deck haben Stufe 4, das heißt, seine Monster würden die Stufe 3 bekommen und könnten dadurch angreifen. Das ist nämlich das, auf was sein Deck spielt. Okay, dann lassen wir es erstmal so, wie es jetzt gerade ist. Er entfernt zwei Wassermonster aus dem Spiel und spielt Fenri. Was kann die Karte? Diese Karte kann nur speziell beschworen werden, indem zwei Wassermonster aus deinem Friedhof aus dem Spiel gewertet werden. Falls die Karte überspringe, die Dorfphase des nächsten Spielzugs deines Gegners. Die ist ziemlich mies. Denn wenn man bedenkt, dass man nicht mehr ziehen kann. Diese Karte kann gefährlich werden. Hammerschuss, zerstöre das eine offene Monster in Angriffsposition, das die höchste ATK hat. Ich glaube, jetzt möchte er sein Feld leeren, damit er ein paar Zauber- und Feindkarten setzen kann. Jetzt leckt das Spiel ein bisschen. Der Grund dafür könnte sein, dass jetzt viele Karten jetzt auf dem Spielfeld sind. Gut, aber wir haben den Vorteil, wir können ihn jetzt seine Handkarten auf die Hand seine Spielfeldzauberkarten. Nochmal. Verdammt, jetzt bin ich ja schon wieder so verpeilt. Okay, wir haben jetzt einen Vorteil. Wir haben Krios Sphinx und die Wächter Sphinx auf dem Spielfeld. Wir können jetzt also seine Monster leicht zerstören. Ich decke jetzt die Krios Sphinx auf und hoffe, dass er keinen restlichen Tribut hat. Okay, hat er nicht. Und jetzt kommen die Wächter Sphinx. Alle seine Monster werden auf die Hand zurückgegeben und gleichzeitig auf den Friedhof gelegt. Wegen dem Effekt unserer Krios Sphinx. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich dafür sorgen, dass... Ja, wir können ihn ja nicht mehr angreifen durch Kampfschaden. Allerdings haben wir noch eine andere Möglichkeit, nämlich wir können ihn Effektschaden verteilen. Und zwar mit dieser Karte, Ektoplasma. Einmal in jeder Endphase des Spielzuges jedes Spielers bietet dieser Spieler ein offenes Monster auf seiner Spielfeldseite als Tribut an und fügt den Lebenspunkten seines Gegners Schaden in Höhe der Hälfte der Grund-ATK des Tributmonsters zu. Damit können wir seine Verteidigung leicht überwinden. Ja, ich spiele vorher allerdings noch die Riesenratte, die wir dann opfern können, damit unsere Kryosphinx nicht geopfert wird. Gut, jetzt setze ich unsere Wächtersphinx wieder in die Verteidigungsposition. Achso, das Monster habe ich geflippt. Okay. Dann spiele ich jetzt Ektoplasma. Die Karte wird uns sehr viel weiterhelfen. Und beende meinen Zug. Jetzt aktiviert sich Ektoplasma. Und wir bieten jetzt unsere Riesenratte als Tribut an. Und fügen ihnen jetzt 700 Schaden zu.
So kommt man auch an die Lebenspunkte seines Gegners ran. Die ist auch ziemlich gut in einem Burner-Deck, wenn man das Deck halt darauf spezialisiert, dass man Spielmarken bekommt. Dann kann man seinen Gegner auch ganz leicht, ja, zerstören. Gut, er setzt sein Monster verdeckt. Ich gehe davon aus, damit sein Monster nicht durch Ektoplasma zerstört wird. Gut, wir haben einen weiteren Gigantes gezogen. Vorhin habe ich Golgantes gesagt. Ich glaube, das ist ein Kartenname von einem anderen Monster. Egal. Ich spiele jetzt Gigantes. Und biete die Riesenratte als Tribut. Und ja, setze ihn in Angriffsposition. Gut, dann setze ich die Kryosphinx in die Verteidigungsposition, decke die Wächtersphinx nochmal auf und zerstöre sein Monster. Gut, jetzt gehe ich wieder zurück in die Verteidigung. Okay, und Endphase. Also das Deck ist sehr spezialisiert darauf, dass der Gegner kein Monster auf dem Spielfeld hat und man ihn dadurch direkt angreifen kann. Das ist das, auf was das Deck hinaus will. Gut, läuft das schon ziemlich gut. Jetzt spielt er einen weiteren, wie heißt die Karte nochmal? Fenri, genau. Als Spezialbeschwörung. Er kann also noch ein Monster spielen. Macht er auch. Jetzt muss er ein Monster als Tribut anbieten, wegen unserer Ektoplasma-Karte. Er wird seinen Fenri opfern. Das gibt uns 700 Schaden. Ja, Ektoplasma hat auch seine Nachteile, denn diese Karte gilt auch für den Gegner. Gut, okay. Dann spielen wir jetzt ein Mahagari. Haha, ein Spirit Monster auf jeden Fall. Spirit Monster kommen in der Endphase wieder zurück auf die Hand. Das heißt, wir können den Effekt von Ektoplasma nicht auf dieses Monster einsetzen. Das heißt, ich brauche noch ein weiteres Monster, das wir opfern können, damit unsere Kryosphinx nicht geopfert werden muss. Deswegen spiele ich jetzt vor allem das Ergebnis, um ein weiteres Monster zu holen, welches wir dann opfern können. Ich suche mir jetzt eins mit einer hohen ATK aus. Ja, gut, wir haben nur zwei gleiche Monster, ich muss mir ein Gigantes aussuchen. Okay. Und jetzt wieder Wächtersphinx flippen. Das zerstört wieder sein Monster durch diese Kombination. Und wieder Wächtersphinx in Verteidigung. Und dann beende ich meinen Zug. Mahagari, oder wie heißt die Karte? Maharagi. Klingt irgendwie so arabisch. Kommt wieder auf die Hand, weil es ein Spielmonster ist. Oh, scheiße, nein! Ah. Hä, was? Wählt der Spieler die zurückgegebene Karte aus seiner Hand und legt sie auf Friedhof. Geht auch bei einer anderen? Na egal. Leider geht der Effekt für Kryosphinx auch für uns. Deswegen mussten wir jetzt eine Handkarte abschmeißen. Ja, gut, jetzt haben wir Ektoplasma benutzt, um unser Monster zu zerstören, was wir in diesem Spielzug beschworen haben. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Nein, 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 nicht diese Monster. Weh, nein, nein, nicht. Stamminfizierender Virus. Wirf eine Karte aus deiner Hand ab und nenne einen Monstertyp, um alle offenen Monster des genannten Typs auf dem Spielfeld zu zerstören. Diese Karte ist übrigens strengstens verboten. Ja, er wählt Fels. Tschüss, Kryosphinx, war nett mit dir. Na. Jetzt haben wir ein Problem. Hat dein Name nicht. Ektoplasma, ich liebe dich. Du fügst mir zwei Schaden zu, aber ich mag dich trotzdem. Oh, da hatten wir nochmal Glück. Jetzt aktiviert sich der Effekt von unserem Spirit Monster. Wir können jetzt die oberste Karte anschauen und entscheiden, ob wir die
auf dem Deck behalten wollen oder ob wir sie unters Deck legen. Ich bin jetzt mit Magisch Abfluss zum Beispiel sehr unzufrieden. Deswegen lege ich sie unters Deck. Damit wir eine andere ziehen. Exort! Exort! Meister der Wache! Das ist das stärkste Monster in dem Deck. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer indem du Monster, dessen Name Sphinx enthält, von deiner Spielfeldseite als Tribut anbietest. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, füge den Lebenspunkten deines Gegners jedes Mal, wenn ein Erdmonster als Flip-Beschwörung beschworen wird, 1000 Punkte Schaden zu. Also ein Burner-Monster. Und das Coole ist, wir haben Schild und Schwert, das heißt, wir können die ATK mit der Verteidigungspunkte tauschen. So hätte Exort jetzt 4000 Angriffspunkte, allerdings auch nur Verteidigung. Leider können wir nicht angreifen wegen seiner Falle Schwerkraftbindung, weil unser Monster hat ja Stufe 8. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich Exort mit Ektoplasma opfern soll. Brauchen wir hier die Grund-ATK? Ja, Hälfte der Grund-ATK, okay. Die Grund-ATK von Exort ist 0. Das heißt, ja, Ektoplasma bringt nichts. Okay, ich setze jetzt Zwangsevakuierungsgeld verdeckt und beende meinen Zug. Und schaue nach, was er jetzt dann nochmal vorhat. Er oder sie? Ja, Nino. Ich sag jetzt einfach mal, dass es ein Er ist, weil ich bin es nicht gewohnt, sie zu sagen. Also als weibliche Person. Dass es eine weibliche Person ist, das vergesse ich immer. Deswegen sage ich manchmal, dass es ein Er ist. Okay, jetzt haben wir einen eigenen Hammerschuss gezogen. Ich möchte jetzt gerne warten, bis wir ein anderes Monster gezogen haben. Ich gebe ihm allerdings vorher noch sein Monster zurück auf die Hand, weil ich so nett bin. Schade, dass wir Exort nicht auf dem Spielfeld haben, ansonsten würde er jetzt 1000 Punkte Schaden bekommen. Wir müssen irgendwie Exort beschwören. Die hätten wir schon spielen können, wenn wir Kriosphinx. Wenn er mit seinem stamminfizierenden Virus nicht unsere Kriosphinx zerstört hätte, hätten wir jetzt die beschwören können und den Effekt in Kombination mit Wächtersphinx nutzen können. Naja, so schnell kann es gehen halt, ne? Gut, ich warte jetzt da, bis ich eine Karte ziehe, die den Namen Sphinx enthält oder ein 4-Sterne-Monster, welches wir spielen können, reparieren. Er kann jetzt zwei Wassermonster von seinem Friedhof auf die Hand zurückgeben, die weniger als 1500 ATK haben. So, ja, holt sich am Vielbischer Burak und seinen Fengrier zurück, den könnte er jetzt da spielen. Ich glaube, das macht er auch, natürlich. Der Nachteil an Fengri ist, dass man seine Friedhofskarten entfernt und man keinen Zugriff mehr auf die entfernten Karten hat. Oh, er macht eine Tribut-Beschwörung. Oh nein! Scheiße, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh oh. Er will jetzt zwei Zauber- und Feindkarten für uns zerstören. Oh, zum Glück nicht Ektoplasma. Ah, sein Monster, ja, wenn er uns angreift, dann bringt ihn nichts. Denn beide Monster haben dieselbe, ja, Zahl. Er hat 2400 Angriff und wir haben 2400 Verteidigung. Er würde unser Monster quasi nur aufdecken. Es würde sich also nichts ändern am Spielverlauf. Jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich sein Monster zurück auf die Hand zurückgebe, dann hat er nochmal die Möglichkeit, seinen Effekt zu nutzen, da er es einfach Tribut beschwören muss. Das heißt, ich lasse ihn jetzt. Ich zerstöre jetzt die Karte mit Ektoplasma. Denn dann haben wir die weg. Es ist nicht gut, wenn die auf der Hand des Gegners ist. So, jetzt aktiviert sich Ektoplasma. Mann, das ist ein ganz schön langes Duell.
Ja, Mohai Abfangkanonen. Ein Monster, das wir spielen können. Ich setze es mal verdeckt. Wir können ja nicht angreifen, auch wenn ich so gerne jetzt angreifen würde. Geht leider, geht allerdings nicht. Ich muss jetzt warten, bis wir ein Sphinx-Monster gezogen haben. Es gibt noch ein Sphinx-Monster im Deck und es ist die Hierarcho-Sphinx. Hat 2400 Angriffspunkte. Die könnten wir dann opfern, um Exort zu spielen. Nein, ich aktiviere jetzt keine Karte. Nein, ich will sie nicht aktivieren. Na, mach ich's mit der Maus. So. Ah, Mega-Felsdrache, interessant. Leider können wir nicht angreifen. Wegen seiner Nervkarte hier. Gut, was haben wir denn offen dafür? Wir haben 1, 2, 3, 4, 4 Monster. Das Monster hat 2400 Angriff und Defense. Wenn wir es beschwören würden. Ich glaube, die heben wir uns als Notreserve auf. Falls der Gegner irgendwas macht, mit dem ich nicht rechne. Wir können die auch nicht mit Ektoplasma abgeben und ihn dann so ownen, weil ja die Grund-ATK zählt und Mega Felsdrache hat eine Grund-ATK von Fragezeichen. Oder warte. Die Grund-ATK und Defense dieser Karte. Ah, okay. Die Grund-ATK ist also die. Das passt also. Also wenn wir die jetzt spielen würden, hätte die 2400 Grund-ATK, wir würden es dann opfern, dann würden wir ihm die Hälfte der 2400 als Schaden machen. Das würde ihn seine Lebenspunkte auf 1300 reduzieren. 1300. Ah ja, das tauscht ja auch die Grund-ATK aus. Und ist es auch Grund-ATK, was hier steht? Nee. Ja, doch, 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 doch. Das tauscht ja auch die Grund-ATK aus. Da steht ja die Grund-ATK, ne? Bis zum Ende des Spielzuges. Das heißt, wir haben jetzt doch die Möglichkeit, ihn auszulöschen. Da muss ich jetzt allerdings aufpassen, denn ich möchte jetzt keinen Fehler machen. Ich glaube, ich warte noch eine Runde und dann, wenn wir keine gescheite Karte nochmal ziehen sollten, werde ich diesen Plan in die Tat umsetzen. Und wieder ein verdecktes Monster setzt da. Oh. Und eine verdeckte. Okay. Ja, mein Spiel hängt ein bisschen ab und zu. Ist euch sicherlich schon aufgefallen. Ja! Oh, schön, auf so eine Karte habe ich gehofft. Golem Wachposten, die hat etwa denselben Effekt wie die Welt des Sphinx, bloß dass die nur bei einem Monster gilt. Okay, jetzt muss ich nachdenken. Erstmal gegnerisches Monster auf die Hand zurückgeben. Ich hoffe, kein reißendes Tribut jetzt. Kein reißendes Tribut. Er hat ihn nämlich im Deck. Ah, oh, gut. Okay, ich habe jetzt Angst, diese Karte zu spielen. Wenn ich die jetzt spiele, aktiviert der reißende Tribut und dann soll ich es riskieren? Ich riskiere es jetzt, komm. No risk, no fun. So, Verteidigung. Hier kommt Exort. Okay, er hat kein reißendes Tribut auf dem Feld. Jetzt tauschen wir die Grund-ATK aus. Er hat jetzt 4000 Angriffspunkte. Leider können wir nicht mit dem angreifen, aber Ektoplasma wird ihm 2000 Schaden jetzt dazufügen. Wir können noch ein Monster spielen, denn das war ja eine Spezialbeschwörung. Okay, jetzt aktiviert sich der Effekt von Ektoplasma. Wir bieten jetzt Exort als Tribut. Und er kriegt 2000 Punkte Schaden. Hä? Hallo, Grund-ATK! Stand dran! Grund-ATK werden zu 4000! Das Spiel hat mich mal wieder verarscht. Super. Mensch,
Konami, programmiert eure Karten gescheit. Ich hab's genau richtig vorgelesen und genau gemacht. Es müsste ihnen jetzt 2000 Schaden zufügen, hat ihr allerdings nicht bekommen. Aber das sind Grund-ATK. Konami, bitte programmiert eure Spiele. Gescheit. Dass ihr sie programmiert, das wissen wir inzwischen, sonst würde ich das hier jetzt nicht spielen. Aber bitte, gescheit. Die Effekte müssen alle passen, man muss alle Möglichkeiten durchgehen. Ich weiß, das ist bei über 2000 Karten schon fast unmöglich, aber sowas muss man machen, wenn man so ein Spiel spielen wenn man so ein Spiel programmieren will. So, jetzt habt ihr wieder einen kleinen Ausraster von mir erlebt. Ja, er kann jetzt angreifen mit seinem Monster. Es hat normalerweise Stufe 4, allerdings bewirkt Omi, dass die Stufe seines Monsters reduziert wird. So hat es Stufe 3 und kann jetzt angreifen. Jetzt wird es opfern, wegen der Ektoplasma-Karte. Und wir kriegen Effektschaden. 750. Man muss die Hälfte von 1500 rechnen. Jetzt sind die Lebenspunkte wieder angeglichen. Ja komm, ich spiele jetzt halt die Mohai-Abfangkanone in Angriffsposition und biete die dann als Tribut für Ektoplasma an. So, die kommen wieder verdeckt. Und das war's. Jetzt kommt Ektoplasmas Effekt nochmal. Das ist leider nicht so viel, wie ich mir es ganz vorstelle. Aber besser ist nichts. Okay. Ich glaube, nach dem Duell werde ich eine kurze Pause machen. Allerdings werde ich die zwei nächsten Duelle noch mit reinschneiden in diesem Part. Verdammt, das kann er direkt... Nein! Ah, das ist sehr schlecht, das ist sehr, sehr schlecht. Sorry, ich muss auf die Hand zurückgeben. Wir können uns jetzt keinen 1700 Schaden leisten. Das ist, geht nicht. Das ist sehr gefährlich. Boah. Denn dann wird das noch mit Ektoplasma opfern und wir hätten verloren. So ziemlich. Oh Gott, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's echt knapp. Wir müssen ihn jetzt schnellstens unterbringen auf seine Lebenspunkte. Oder zumindest sein Monster zerstören. Denn das ist eine richtige Bedrohung. Wir können nicht angreifen. Eieiei. Das ist echt eine knifflige Situation. Ich will das jetzt nicht verlieren, denn das wären 42 Minuten umsonst aufgenommen. Oh je, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht gut, das ist echt nicht gut. Scheiße, ich will diesen Kampfschaden nicht bekommen. Muss abwehren! So, jetzt hoffe ich, dass er falsch liegt. Zack, Zauber! Ja! Boah. Ich bin wie Joey Wheeler, ich habe so ein Glück jetzt. Okay. Puh. Wir haben doch noch eine Chance bekommen. Ja, die Karte hilft mir. Die wird mir weiterhelfen. Verräterisches Schwert, das kann er drei Züge lang nicht angreifen. Die ist gut. Die Karte ist echt gut. Okay, jetzt werde ich die Moai-Abfangkanonen flippen. Und dann werde ich sie mit Ektoplasma abgeben. Hoffentlich spielt er jetzt seinen amphibischen Wächter, denn dann würde er durch Ektoplasma geopfert werden. Und dann hätten wir die Bedrohung weg. Angreifen kann er ja nicht, wir haben jetzt... Gut, er spielt sein Monster, das heißt, er wird uns jetzt mit Ektoplasma 750 Schaden machen. Das war ein wenig dumm von ihm. Ich hätte die jetzt an seiner Stelle auf der Hand behalten. Und die dann gespielt, wenn der Countdown von Verräterische Schwerte abgelaufen ist. Gut, was haben wir hier? Großer Geist, die bewirkt, dass wir die Angriff- und Verteidigungspunkte jetzt tauschen können, wenn die geflippt wird. Ja, die jetzt mit Ektoplasma zu opfern macht wenig Sinn, denn das würde ihm nur 250 Schaden machen. So. Mann, ich brauche die Hierarchosphinx.
Leider ziehe ich die nicht. Okay, wenn diese Karte erfolgreich beschworen wird, können wir keine Feindkarten aktivieren. Die wird jetzt wieder mit Ektoplasma abgeben. Eieiei, knappes Duell, knappes Duell. Ah, Steinstatue der Azteken. Würde ich gern spielen, aber wir können nicht angreifen. Die Karte macht mir echt. Das bringt mich echt zur Verzweiflung, diese Karte hier. Kampfschaden, den der Gegner jetzt erhalten würde, wenn er diese verdeckte Angriffe verdoppelt. Ich will die nicht mit. Ich will die nicht abgeben. Die gibt nur 1150 Damage. Ich warte jetzt einfach stur, bis ich die Herakusphinx bekomme. Ihr würdet wahrscheinlich so lange Monster spielen und die mit Ektoplasma opfern, bis wir verloren haben. Das ist jetzt der Nachteil an der Ektoplasma-Karte. Oder er holt sich noch einen amphibischen Dingens und macht uns dadurch alle. Gut, jetzt kann er wieder angreifen. Ja, Riesenratte! Ja, wobei, die können wir gut abgeben mit Ektoplasma. Das, oh Gott, jetzt kommt reißender Tribut. Reißender Tribut kommt jetzt. Doch nicht. Oh, Glück gehabt. Mann, ich denke immer, dass reißender Tribut spielt. Denn der hat die im Deck, die Karte. Okay, jetzt kriegt er 700 Schaden. Ihm verbleiben noch 600. Wir müssten jetzt ein Monster mit 1200 spielen, damit wir ihn erledigen können. Spannendes Duell. Okay, er macht nichts. Muss eine Handkarte abschmeißen, da er mehr als 7 hat. Raum der Goblin. Mit dieser Karte können wir seine Hand angreifen. Denn immer wenn wir ihm jetzt Kampfschaden zufügen, muss er eine Handkarte abschmeißen. Mal schauen, wie viele Angriffspunkte haben wir denn insgesamt? Das würde ihm 400 machen. Und das 250. Ich glaube, die kann ich gut abgeben. Mache ich auch. Kein reißender Tribut. Gut. So, wenn ihr jetzt einen amphibischen Amorg oder wie die Karte auch heißt spielt, haben wir schon ziemlich klar verloren. Denn es würde uns genau runterbringen. Na, genau nicht, aber mit einem Angriff würde uns das runterbringen. Gut, im nächsten Zug werde ich die Steinstatue opfern und dann haben wir gewonnen. Ich bräuchte jetzt ein Monster mit 700 ATK und dieses Monster hat 800. Okay. Medusa-Wurm. Wenn die Karte geflippt wird, können wir ein Monster von seiner Spielfeldseite zerstören und die Karte kann immer wieder zurück in die Verteidigungsposition gesetzt werden. Die ist ziemlich praktisch für ein Deck, das auf Verteidigung spielt und diese Karte zum Beispiel auch drin hat. Denn dadurch kann man auch leicht seine gegnerischen, die ganzen gegnerischen Monster zerstören. Okay, ich werde jetzt Golem Wachposten flippen. Einreißender Tribut. Vielen Dank. So, Endphase, Ektoplasma. Jetzt biete ich den Golem Wachposten als Tribut. Und es macht ihn jetzt 400 Schaden und wir haben gewonnen. Boah. Das war ein langes Duell. Und wir haben es geschafft. Großartig. Und wir kriegen jede Menge neue Boni. Okay, Zauberkartenbonus. Den bekommen wir, wenn wir viele Zauberkarten spielen. Spezialbeschwörung oder Gesetzbonus. Den bekommen wir, wenn wir einige Spezialbeschwörungen durchführen. Bonus für maximale ATK. Das ist, wenn wir Monster mit einer hohen Angriffspunkte draußen haben. Wir haben ja vorhin Exod gespielt. Und dann mit Schild und Schwert seine ATK und seine Defense vertauscht, sodass er 4000 ATK hatte. Zurück zur Handbonus, erklärt sich von selbst. Wir haben sehr viele Karten von ihm auf die Hand zurückgegeben. Und Schlüsselkartenbonus, das ist diese Karte mit diesem Effekt,
Das war Exodus, die wir gespielt haben. Die hat ja so einen Beschwörungseffekt gehabt. Das ist eine Schlüsselkarte. Und limitierte Eigenschaftsdeck. Das ist so ein Deck, was eine limitierte Karte drin hat. Welche zum Beispiel, ja, zum Beispiel Mystischer Raumtaifun war eine, glaube ich. Ja. Langes Duell. Und wir haben geschafft. Wir haben es geschafft. Ausgezeichnet, das nenne ich eine brillante Strategie. Gut, eigentlich wollte ich in diesem Part noch, ja, an die nächsten zwei machen. Mache ich auch. Allerdings erst in der nächsten Aufnahmesession. Die werde ich allerdings in diesen Part noch mit reinschneiden. Kann sein, dass der Part jetzt über eine Stunde gehen wird. Aber ich glaube, das macht euch nicht zu viel aus, oder? Gut, dann mache ich hier jetzt Ende und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dann. Ciao. Okay, machen wir da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Nämlich mit dem zweiten Structure Deck Duell. Dieses Mal werde ich ein Deck benutzen, was ich mir auch in Real besorgt habe. Allerdings sind die Karten in diesem Deck anders. Es heißt The Dark Emperor, der dunkle Imperator. Das ist ein Deck, das spielt darauf, Karten aus dem Spiel zu entfernen, sodass sie dann zurückkommen und man die opfern kann für Tributmonster. Aber das werde ich euch zeigen. Okay, wir beginnen als Zweiter. Okay, schauen wir mal nach, was er zunächst macht. Eine verdeckte, okay. Und noch eine verdeckte. Zwei verdeckte. Alles klar, sehr verteidigungsstark gerade. Oh. Oh nee, es ist genau der Anti für mein Deck. Monster können nicht als Tribut angeboten werden. Maske der Beschränkung. Verdammt. Das schon im ersten Zug. Also die können wir jetzt nicht mehr spielen, weil die hier jetzt auf dem Spielfeld ist. Das heißt, ich muss mir jetzt was überlegen, wie wir diese Karte umgehen können. Naja, okay. Fangen wir fürs Erste so an, dass wir diese Karte hier spielen. Die hat einen guten Effekt. Denn wenn diese Karte gegen ein Monster kämpft, werden beide Karten aus dem Spiel genommen. Die ist ziemlich praktisch, um gegnerische Monster zu zerstören, die stärker sind als diese hier. Deswegen setze ich sie mal verdeckt, weil ich davon ausgehe, dass er im nächsten Zug ein Tributmonster spielen wird. Ah, nein, da kann er gar keine machen. Da hatte ich gerade einen Denkfehler drin. Okay, dann setze ich die verdeckt. Feindliches Urteil, wir zahlen die Hälfte unserer Lebenspunkte und können so die aktivieren eine Zauberfallen, Effekt, Flip oder Spezialbeschwörung oder eine Normalbeschwörung. Also wir können halt mit der alles annullieren. Bloß ist der Nachteil, dass uns diese Karte die Hälfte unserer Lebenspunkte kostet. Diese Karte ist übrigens auch limitiert. Und dann haben wir noch Schrumpfen. Die ist praktisch, um einen Angriff abzuwehren, denn wir können damit die ATK eines gegnerischen Monsters halbieren zum Ende des Zuges. Die setze ich jetzt auch einfach mal. Die können wir später mit der hier kombinieren. Gut, dann schaue ich mal nach, was er jetzt macht. Mich wundert es übrigens, dass er die hier gleich am Anfang gespielt hat. Er will mein Monster haben. Ja, das kann er gerne haben. Sein Monster ist bestimmt eh stärker als meins. Was hat er uns denn da gegeben? Warte, ich muss mir das erstmal durchlesen. Na, ich will mir diese Karte. Nee, nein, 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 nicht diese, sondern mein verdecktes Monster will ich gerne. Na, egal, lesen wir uns den Effekt vom Blutsauger durch. Jedes Mal, wenn du im Kampf deinen Gegner mit dieser Karte Schaden zufügst, wird die oberste Karte aus dem Deck deines Gegners auf den Friedhof geschickt. Ja, das ist gut für ein Deck-Zerstörungsdeck. Also für ein Deck-Zerstörungsdeck ist die Karte ganz gut. Ja. Ich bin gespannt, wie er jetzt angreifen wird. Er weiß ja die Verteidigungspunkte seines Monsters. Jetzt bin ich gespannt. Überwältigendes Auge wird aktiviert, indem du ein Monster vom Typ von einem Attacke normal wird aktiviert, indem du ein Zombie-Monster
mit einem ATK-Wert von weniger als 2000 Punkten auf deinem Feld auswählst. Dieses Monster kann deinen Gegner in dieser Runde direkt angreifen. Oh oh, er plant einen direkten Angriff mit dem hier und dann will er mein Deck zerstören. Ich muss das annullieren. Nein, muss ich nicht. Da kriege ich mehr Schaden. Da kriege ich durch die Aktivierung dieser Karte mehr Schaden, als ich eigentlich vermeide. Na gut, ich kann den nicht aufhalten. Damit muss ich jetzt leben. Zerstörte unser Deck. Nein! Ach, die war gut, die Karte. Mist. Na gut, dann muss ich mir jetzt anders aushelfen. Die Karte gilt ja zum Glück nur für eine Runde. Das heißt, im Wesentlichen kann er nicht mehr direkt angreifen. Verdammt, wir haben ein Tribunmonster gezogen, welches wir nicht spielen können. Ich hasse die Karte jetzt schon. Was kann unser eigentlich, ein Monster eigentlich? Du kannst ein Monster, das von dieser Karte als Ergebnis eines Kampfes zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, am Ende der Battle Phase als Spezialbeschwörung auf deiner Spielfeldseite beschwören. Wir könnten jetzt mit Schrumpfen sein Monster schwächen, dann hätte er es 650 Angriffspunkte und wäre damit schwächer als diese Karte hier und wir würden es dadurch übernehmen. Das mache ich auch. Deck jetzt sein Monster auf. Deklariere die Battle-Phase, er wird sich jetzt wahrscheinlich denken, was macht er da? Und jetzt benutze ich die Zauberkarte und halbiere seine ATK. Nein! Er rettet sein Monster! Verdammt! Scheiße. Habe ich irgendwas, was ich dagegen spielen kann? Ja komm, ich mach das jetzt. Auch wenn es mir die Hälfte meiner Lebenspunkte kostet, ich mach das jetzt. Ich will diese Kombination jetzt durchführen, auch wenn es mir jetzt sehr viele Lebenspunkte Schaden gibt. Das muss ich jetzt akzeptieren. Ich will jetzt ein Monster haben. So. Ja, Effekt aktivieren. Jetzt haben wir zwei von seinen Monstern übernommen. Verteidigung, Angriff. Ich mache mal Verteidigung. Wir können uns ja jederzeit wieder in den Angriffsmodus setzen. Okay, Karte sichern Wiederkehr. Er darf eine Karte ziehen, wenn er ein Monster als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwört. Die kann man gut mit solchen verbreitenden Zombie kombinieren, die Karte. Jetzt flippt er unser Monster. Bin gespannt, was er jetzt angreift. Entweder den hier oder den hier. Egal was er angreift, beide Monster werden entfernt. Ah ja, er greift sein eigenes Monster an. Soll mir recht sein. Ja gut, es sind beide seine eigenen Monster. Jetzt aktiviert sich der Effekt von seinem eigenen Monster und zerstört sein Deck. Aber ich glaube, das ist eher gut für ihn, denn er hat ein Zombie-Deck und Zombie-Decks sind darauf spezialisiert, dass möglichst viele Karten auf dem Friedhof liegen. Jetzt, oh nee, nein, es kommt eine Spezialbeschwörung vom Friedhof. Jetzt holt er sich die Pyramidenschildkröte, die ist gefährlich, weil er sich damit ein Monster mit einer Defense von 2000 oder weniger beschwören kann und es gibt sehr starke Monster, die diese Eigenschaft haben, zum Beispiel der Zombie, finstere Rotaugen Zombie Drache oder was weiß ich, irgend so ein Rotaugen Zombie Drache, ich weiß den Namen jetzt nicht, oder Ryokoki. Ja, ich muss jetzt dieses Monster in die Verteidigungsposition setzen, denn es hat nur 700 Angriff. Als nächstes spiele ich die Schwerflugzeug zur Verteidigung. Wenn die auf dem Friedhof landet, können wir die entfernen und mit dieser Karte entfernen und dann kommt die wieder zurück in die Angriffsposition aufs Spielfeld. Ja, jetzt muss ich mich erst einmal schützen, bis ich was Gescheites gezogen habe. Eine Zauberkarte wäre zum Beispiel ganz nett oder eine Fallenkarte. Wir haben ja momentan nicht so viel Glück mit dem Ziehen. Momentan haben wir sehr viele Monster nur gezogen. Und Monster opfern können wir leider nicht, wegen seiner Maske. Ich bin gespannt, wer jetzt Monster jetzt attackiert. Sein eigenes, okay.
Er will seinen Friedhof wieder damit füllen, indem er sein Monster zerstört. Jetzt beendet er seinen Zug. Ah, verbannerte Strahlen. Die wird uns helfen, die wird uns helfen. Okay, die hat 1600 Effekt. Karten, die jetzt auf dem Friedhof gelegt werden, werden entfernt. Das ist der perfekte Anti für sein Deck. Und der Effekt von der Pyramidenschildkröte aktiviert sich nicht, denn diese Karte muss auf dem Friedhof landen, damit dieser Effekt aktiviert wird. Und durch unsere Monsterkarte wird diese Karte dann aus dem Spiel genommen. Gut, jetzt spiele ich Seelenerlöser. Und entferne alle seine Friedhofskarten auch noch aus dem Spiel. Damit er halt möglichst wenig Sachen noch auf dem Friedhof hat, die er möglicherweise benutzen kann. Gut, damit ist auch sein Friedhof leer. Jetzt werde ich ihn dann mit Verbannung des Strahlens angreifen. Er kriegt 400 Damage, sein Monster wird aus dem Spiel genommen und sein Effekt wird nicht aktiviert. Und das war's, in Phase. Jetzt hat er ein Problem. Ich bin gespannt, was er jetzt mit drei Karten gegen dieses Deck jetzt versucht. Okay, was kann die Karte, falls diese offene Karte durch einen Karteneffekt eines Gegners zerstört und auf den Friedhof gelegt wird? Okay, der ist unrelevant. Der Effekt ist relativ unrelevant für uns. Er wird jetzt unser Spielflugzeug zerstören. Aber das macht nichts, denn unser Monster kommt eh wieder zurück. Denn das ist der Effekt von unserem Monster. Wenn es vom Spielfeld aus dem Spiel genommen wird, kommt es in der Endphase zurück. Das ist in der Angriffsposition. Das Deck ist auch spezialisiert auf diese zwei Karten. Denn die können dadurch sofort geopfert werden für ein Tributmonster. Leider können wir die keine Tributmonster beschwören wegen seiner Maske. Ah, perfekt. Jetzt haben wir eine Kombi drauf. Karten können nicht aus dem Spiel entfernt werden. Der will mich doch verarschen. Okay, jetzt haben wir wieder ein Problem. Jetzt hat er zwei Anti-Karten gegen uns eingesetzt. Super! Das heißt, diese Karte ist nutzlos. Denn diese Karte wirkt, dass wir für jede Karte, die entfernt wird, 500 Lebenspunkte bekommen, die mit der Karte hätten wir uns... Nein! Jetzt habe ich ihn verklickt. Egal. Mit dieser Karte hätten wir auf jeden Fall unsere Lebenspunkte wieder auffüllen können. Wenn ich schon hier eine Battle-Phase deklariert habe, dann greife ich jetzt auch an. So. Auch mit dem Spielflugzeug greife ich ihn jetzt an. Eines Prinzip her, weil er die hier jetzt gespielt hat. Kaiserliche Eisenmauer. Hasse ich auch, wenn sie gegen mein Real-Life-Deck eingesetzt wird. Ja, ich habe auch... Ja, weil mein Real-Life-Deck ist genauso spezialisiert wie dieses Deck. Bloß nicht, dass es auf Spezialbeschwörung... dass es nicht auf Tributbeschwörung spielt, sondern mein Real-Life-Deck spielt eher auf... auf Karten aus dem Spiel entfernen. Ich habe mein Real-Life-Deck auch im letzten Let's Play eingebaut. Ich kann es ja mal verlinken. Hoffentlich denke ich daran. Okay, jetzt spielt er seinen Feldzauber. Alle Monster werden jetzt zu Zombie-Monster. Und was noch der Effekt? Kein Spieler kann Monster als Tributbeschwörung beschwören, außer Monster vom Typ Zombie. Wieder ein Anti. Der spielt nur Anti-Karten gegen mich. Ach, die kann ich nicht spielen. Hey, ich hasse sein Deck. Jetzt reicht's mir. Mach dich auf einen Monsterangriff gefasst. So. Jetzt kriegst du 3200 Damage. Verdient. Erstmal die Schwachen und dann der Starke. Ja, warte du. Mir einfach meine Möglichkeiten hier nehmen, was? Soweit kommt's noch. So. Wenn du jetzt keine Monster spielst, habe ich gewonnen. Obwohl du Antikarten gegen mich benutzt hast.
Ha! Er hat Antikarten gegen mich benutzt und hat trotzdem verloren. Wie schwach muss man sein? Okay, Samsara Kaiser, die ist relativ praktisch in diesem Deck, denn die kommt immer wieder zurück, wenn diese Karte als Tribut angeboten wird. So, aber wird Zeit, ihn auszulöschen. Mich hier einfach einschränken. Was fällt dir ein? Okay, und das ist jetzt der finale Schlag. Tja, selber schuld, wenn du es wagst, dich mit Antikarten gegen mich aufzulehnen. Alles klar, das war Duell, Structure Deck Duell Nummer 2. Kettenbonus. Ah, wir haben eine lange Kette aktiviert. Bestehend aus 3 Ketten, glaube ich. Das war vorhin, wo wir die Dingens Königliches Urteil oder wie die auch heißt, gespielt haben, die einen Effekt annulliert und uns die Hälfte aller Lebenspunkte kostet. Außer dem Spielbonus erklärt sich von selber, wir haben viele Karten aus dem Spiel genommen. Deck ohne verbotene Karten. Auch unser Deck hat keine verbotenen Karten, okay. Das muss man auch erstmal schaffen. Du hast echt was drauf. Noch einen Sieg, dann hast du dieses Training erledigt. Gut, ein Deck benutze ich noch. Und zwar nehme ich Zombie World. Zombie World ist... Wo ist Zombie World? Na, wo ist Zombie World? Zombie World ist hier. Oder Zombie Madness. Ja, Zombie Madness heißt das Deck, genau. Ja, er nimmt wieder das Wasserdeck. Oh nein, hoffentlich spielt er nicht wieder Stufenbeschränkungen. Oder Schwerkraftbindung. Ach, eine Schwerkraftbindung war es, genau. Okay, wir haben jetzt ein Zombie-Deck, das spielt darauf, Karten auf den Friedhof zu legen und die dann spezial zu beschwören. Und das Wasserdeck von ihm kennen wir ja bereits. Okay, wir haben ein ziemlich gutes Blatt am Anfang gezogen. Wir können gleich im ersten Zug ein 2800er Monster beschwören, nämlich das hier. Mit, in Kombination mit dieser Zauberkarte hier. Aber zunächst muss er seine ganzen Karten ausspielen. Okay, er hat Umi sofort gespielt. Und diese Karte hier gespielt. Er kann mit dieser Karte zweimal angreifen, da Umi auf dem Spielfeld liegt. Ah ja, und wir haben Nachladen gezogen, okay. Gut, ruft der Mumie, wenn wir kein Monster auf dem Spielfeld haben, können wir ein Monster vom Typ Zombie von unserer Hand speziell beschwören. Ich werde mit dem hier rufen, denn die hat einen schönen Effekt, dass wenn die den Gegner Kampfschaden zufügt, wir einen Kartentyp nennen und er muss dann diesen Kartentyp von seinem Deck auf den Friedhof legen. Und ich spiele jetzt erstmal Ruf der Mumie, dann aktiviert den Effekt und wir können den Vampirlord speziell beschwören. Die habe ich übrigens auch in Real Life. So, ich hoffe, er hat keine Falle. Wir haben sonst einen ziemlich ungeil. Wir haben 300 Angriff mehr als er. Hoffen wir, dass der Angriff durchgeht. Ah, ich hätte noch ein weiteres Monster spielen können. Mist, habe ich jetzt komplett vergessen. Dann hätten wir ihm noch weiteren Schaden zufügen können. Ah, da habe ich gerade nicht nachgedacht. Egal. Gut, ich will seine Stufenbeschränkung loshaben. Deswegen sage ich Fallenkarten. Okay, Xau, wie heißt die? Irgendwas mit Xau. Xau, wie heißt die Karte? Xing Heng Hu. Wähle zwei gesetzte Zauber- oder Feinkarten auf dem Spielfeld, um diese Karte zu aktivieren. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, können die gewählten Zauber- oder Feinkarten nicht aktiviert werden. Die ist ziemlich mies in Kombination mit Bodeneinsturz, denn da kann man den Gegner auch ziemlich einschränken. Ach, jetzt spiele ich kein Monster mehr. Es hat wenig Sinn, jetzt noch ein Monster zu spielen. Moment, ich trinke mal schnell einen Schluck. Ah, okay. Er holt sein Monster wieder zurück vom Friedhof. Ich glaube, er will eine Tributbeschwörung machen. Ob er sein Monster jetzt abgibt? Ich glaube ja.
Scheiße, ihr verstärkt sein Monster mit Sternboy. Die Karte habe ich euch ja vorhin schon erklärt, was die kann. Jetzt ist sein Monster stärker als unseres. Oh nee. Und er kann zweimal angreifen. Oh, Scheiße. Okay, das gibt jetzt viel Schaden für uns. Das war ein guter Zug von ihm. Eieiei. Das tut weh. Zum Glück haben wir ja immer noch Ruf der Mumie draußen. Wir können jederzeit ein Monster spielen, das immer noch stärker ist als seins. Oh, reißender Tribut. Ah, das ist die Karte, vor der ich vorhin so Schiss hatte, als er sein Deck benutzt hat. Okay, gut, dass wir die jetzt gezogen haben. Gut, wenn wir seinen Sternboy zerstören, wird der Angriff seines Monsters schwächer. Ich spiele zunächst Kyonshi Meister. Dieses Monster soll seinen Sternboy zerstören. Halt nein, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, wir haben jetzt ein Monster, jetzt können wir Ruf der Mumie nicht mehr benutzen. Ich habe mal wieder nicht nachgedacht, okay. Aber wir können ja immerhin noch seinen Sternboy zerstören. Dafür ist unser Monster immer noch stark genug. Gut, er verliert 500 Lebenspunkte. Okay, wenn er jetzt irgendwie versucht, was Fieses zu machen, spiele ich reißende Tribut. Oder wenn er sein Monster opfert, dann spiele ich auch die Fallenkarte. Das wird alle Monster auf dem Spielfeld zerstören. Dann können wir ihn im nächsten Zug mit einem 2000er direkt angreifen. Oh, setzt du dein Monster in die Verteidigung? Das wird jetzt auch natürlich. Hast du Angst? Er hat Angst. Oh, Staubtornado. Die werde ich benutzen, wenn er seine Stufenbeschränkung einsetzt oder seine Schwerkraftbindung. Eins von beiden. Ja, Stufenbeschränkung Gebiet B hat er auch noch in seinem Deck, stimmt. Oder ich könnte die benutzen, um Umi zu zerstören. Das würde ihm überraschenderweise einen Effekt dann klauen. Ich glaube, ich zerstöre erst mehr Jungfrau-Ritter, weil diese Karte ist ziemlich gefährlich. Denn die kann zweimal angreifen. Mussten wir schmerzhafterweise schon erfahren. So. Unser Monster ist klar stärker. Und inzwischen müssten wir schon die eine Stunde längst überschritten haben. Habe ich ja schon vorhin angekündigt, dass der Part noch länger werden wird als eine Stunde. Gut, der hat vier Handkarten und ein Monster auf dem Feld und einen Spielfeldzauber. Jetzt legt er zwei auf dem Spielfeld und ruft wieder Fury. Oder Fenri. Fenri ist die Karte. Unser ist immer noch stärker. Auch wenn seins durch Umi verstärkt wurde. Oh nein, jetzt macht er eine Tributbeschwörung. Möbius! Die Karte haben wir vorhin auch schon gesehen. Boah, 2600. Er wird bestimmt Ruf der Mumie zerstören. Natürlich. Bitte reißender Tribut. Jawoll! Danke, die wollte ich sowieso aktivieren. Sehr nett von dir. Aber mir passt es echt nicht, dass du jetzt gerade meinen Ruf der Mumie zerstört hast. Dafür kann ich dir jetzt gar nicht mehr leiten. Okay, jetzt müssen wir unsere anderen Monster auf die normale Weise beschwören. Wir haben zum Glück noch Nachladen. Da können wir die jederzeit wieder zurück ins Deck legen. Was ist das? Ah, regenerierende Mumie. Sehr schön. 1800 Angriff. Mach dich bereit für einen direkten Angriff. Nimm das! Alles klar, jetzt haben wir die Lebenspunkte wieder angeglichen, einigermaßen. Er hat immer noch 1150 Punkte mehr als wir. Oder? Nee, ich kann keine Mathe. 950 hat er mehr, oder? Ne, 1050 hat er mehr. Jetzt. Oder? Ne, doch, 1050. Stimmt. Ah, Vampir Lady. Macht euch bereit, eine Handkarte zu verlieren. Eine Deckkarte zu verlieren. Die Karte hat denselben Effekt wie Vampir Lord, wenn wir ihn direkt angreifen. Muss ein Kartentyp
von seinem Deck aus dem, auf dem Friedhof legen. Den greife ich, mit dieser Karte greife ich sofort an. So, ich will, dass du Stufenbeschränkungen auf dem Friedhof legst. Und das Schwerkraftbindung Gebiet B. Das sind beides recht. Das sind beide Asi-Karten. So, Falle. Je weniger Fallen er hat, desto lockerer wird das Duell. Okay, was hat er dieses Mal gewählt? Tornado-Wand. Oh, die ist mies. Aktiviert diese Karte nur, solange Umi auf dem Spielfeld liegt. Solange Umi auch offen auf dem Spielfeld liegt, erhältst du keinen Kampfschaden von angreifenden Monstern. Wenn Umi vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre diese Karte. Ja, damit kann er sich schützen, ohne richtig, ohne irgendein Monster haben zu müssen. Gut, jetzt haben wir mehr Lebenspunkte als sie. Und wir haben auch das Feld, den Feldvorteil. Er hat nur vier Handkarten, oder sie hat nur vier Handkarten. Jetzt fange ich wieder mit dem sie an, ich weiß. Ich glaube, sie wird jetzt was machen, um zu kontern. Nicht? Oh, hast du Angst? Okay. Gut, ich werde jetzt eine Tributbeschwörung machen und Ryokoki spielen. Ryokoki hat Stufe 6. Ich werde die regenerierende Mumie abgeben. Ah nein, ich mach's andersrum. Vampir Lady gebe ich ab. Dann zerstöre ich mit regenerierende Mumie sein verdecktes Monster und dann greife ich ihn mit Ryokoki direkt an und beende das Duell. Genau, das ist jetzt mein Plan. Und falls irgendwie diese Karte noch... Genau, die zerstöre ich am besten auch noch. Weil es erhöht ja noch die Verteidigungskraft seiner Wassermonster. Genau, so mache ich es jetzt. Nein, ich möchte keine Zauber- oder Fallenkarte setzen. Okay. Okay, 1200 Verteidigungspunkte hätten wir auch so zerstören können, ohne Umi zerstören zu müssen. Und jetzt beendet Ryokoki das Duell mit einem direkten Angriff. Und es müsste uns einen Bonus geben, weil wir ihn nur durch Kampfschaden erledigt haben. Was? Ich verliere nie. Doch. Dreimal schon inzwischen. Und das hintereinander. So, schauen wir uns den. Ja, limitierter Typ-Deck. Okay, wir haben wieder ein Deck mit limitierten Karten benutzt. Ich wusste, dass du es schaffen kannst. Du hast dein Structure-Duell-Training absolviert. Dein Training ist beendet. Ab morgen musst du dich dem Training für die D-Runner-Rennen unterziehen. Aber es wird nicht hier stattfinden. Es findet auf dem Highway im Osten von New Domino City statt. Gute Leistung heute. Sieh zu, dass du bis morgen genauso viel bringst. Ja, schweigen wir das Spiel und dann wird es Zeit, den Part langsam zu beenden. Er ist ja auch schon lange genug, ne? Eine Stunde ist immer jetzt ungefähr eine Stunde 20, würde ich schätzen. Okay, dann beende ich jetzt an dieser Stelle und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir mit den D-Wheels aktiv sind. Also, bis dahin, euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Euer Kalpe.